Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin ZDB, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-2-Folge. Ja, drei Folgen am Stück. Was ist hier los? Ja, natürlich verbreitet sich das Coronavirus auch in der Simulation weiter aus. Wir sind heute in München angekommen, denn hier hat natürlich ein neues kleines Update gegeben, welches ich euch heute hier zeigen möchte. Allerdings gibt es hier eine kleine Anmerkung. Das Update ist noch nicht über Steam verfügbar. Das bedeutet, dass das Ganze noch nicht über Steam runtergeladen wird. Ja, ihr müsst das Ganze auf der offiziellen Facebook-Seite runterladen. Dort gibt es einen Download-Link und dort könnt ihr euch diese kleine Mod dementsprechend oder dieses kleine Update halt dementsprechend schon vorab installieren, bis es dann irgendwann mal Steam geschafft hat, dass das Ganze dementsprechend integriert wird. Ja, so wie es aussieht, hat man sich hier ein bisschen mehr gedacht, als wir jetzt die letzten Bus-Mods, die wir uns jetzt hier zum Beispiel angeschaut haben oder das Update halt von Projekt Gladbeck. Ja, hier gibt es halt ein komplettes Chrono-Event. Ja, also nicht nur wir fahren hier mit diesem ganzen Gedöns hier, sondern auch die KI-Busse fahren halt mit dieser Ausstattung, wie wir das jetzt gerade hier aktuell sehen. Also mit dabei natürlich, dass die Fahrgäste weiterhin hinten einsteigen, der Fahrer vorne weiterhin geschützt ist, ja, gibt es hier natürlich das Absperrband und natürlich so kleine Texte wie hier, bitte den Fahrer nicht ansprechen oder auch hier, bitte die anderen Türen nutzen, Door locked, ja. Das ist doch schon mal eine relativ coole Sache. Und wenn wir uns jetzt mal hier in den Bus reinsetzen, ja, können wir uns dann dementsprechend hier noch ein bisschen umgucken. Und hier sehen wir natürlich das Flatterband mit ebenfalls nochmal gekennzeichnet, dass der Bereich gesperrt ist. Also das ist eine coole Sache. Da hat man sich auf jeden Fall wieder Mühe gegeben. Man wollte das Update natürlich so schnellst wie möglich halt an den Mann bringen. Aber durch Steam halt ginge das wohl wieder nicht. Und ja, deswegen hat man erstmal so diese Wahl oder dieses genutzt, dass man das Ganze dann halt dementsprechend über Facebook runterladen kann. So, schön, schön, schön. Wie gesagt, wir werden uns das Ganze jetzt angucken, sind heute auf der Linie 153 von der Fachhochschule, ich glaube, Richtung Odeonsplatz, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe, das funktioniert. Ah ja, jetzt hat die Menschen geladen. Ja, München ist halt, ja, ein bisschen performance-lastig, kann man hier tatsächlich sagen. Hoffen wir einfach mal, dass das Ganze dementsprechend passt. Wundert euch nicht, der Bus bäumt sich jetzt nicht auf, denn ich hatte das Ganze gerade schon gestartet. Aber ich habe den Code wieder mal nicht gehabt. Und dementsprechend musste ich mir jetzt erstmal das Handbuch wieder raussuchen, damit ich den Code wieder habe. Leute, großartig, sage ich nur dazu. Mann, kann man hier nicht entweder für einen Code entscheiden oder das Ganze irgendwo hinhängen, dass da hier ein Zettel ist oder sowas. Also das kann doch einfach nicht so schwer sein. So, ich kann mir doch nicht 100 Codes merken. Ich schaff's ja nicht mal, meinen eigenen PIN zu merken von meiner Karte. Ja. So, 17.07 Uhr ist Abfahrt. Na, dann nehmen wir doch die gleich mal. Passt das? In 5 Minuten werden uns jetzt dementsprechend jetzt mal kurz hier anmelden. So, wir haben also die Fahrernummer 27914. Und wir haben 67213. Man kann sich natürlich das Ganze natürlich selbst natürlich einstellen, ne, dass das Ganze halt passt, aber ey, das ist wer macht sich denn diese Mühe? So, 153 01, mal gucken. Nach Odeonsplatz. Oh, das passt sogar. Wahnsinn, Mann, richtig geschildert. Halterwunsch Fahrgast. Okay. Können wir hier schon mal zumindest schon mal anmachen. Achso, steigen schon Leute ein? Ja, Tatsache. Es sind schon Leute eingestiegen. Großartig. Ja, der Motor läuft auf jeden Fall. Also ich höre da was, dass der Motor läuft. So. Gut, ja, dann sind wir ja soweit startklar. Hauen wir mal jetzt hier noch mal die Dings rein. Wartet, wir werden jetzt hier noch mal schnell ein Bild von machen. Ja. Na, komm, ich will dir. Gib's mir ein Stück nach oben hier. So. Wundervoll. Da haben wir es. 153 nach Odeonsplatz. So. Ja, München, schon lange her, dass wir gefahren sind. Es gab wohl mit der Zeit auch das ein oder andere Update, ja, was wir uns bis dato noch nicht angeguckt haben. Ja, aber manchmal schaffst du es einfach nicht, ja, weil dann kommt da wieder was und hier wieder was. Und dann packst du es einfach nicht, dass da irgendwie was kam. Und das natürlich, weil es halt so extrem performance-lastig ist, ist es natürlich ein bisschen anstrengend. So, dann wollen wir mal hier die Zeit hochschrauben. Steigen hier noch Fahrer ein. Heute mal ohne Tracker Air.
Aber ich denke mal, das ist für euch in Ordnung. Wenn wir jetzt hier zur Seite gucken, sehen wir natürlich das Absperrband und so. Ne? Also man hat es hier auch schön 3D modelliert, dass das Ganze dann auch um die Stange rumgeht. Ne? Das ist nicht einfach nur so angepappt oder sowas. Ist vollkommen in Ordnung. So, aber ich glaube, hier will keiner mehr mit. Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Das ist natürlich fies, ne? Das Schild, das nimmt mir jetzt so ein bisschen auch die Sicht weg. Da mit dem Hänger rüber? Ja, klappt. Passt. So, Fahrgäste steigen auch ein hinten, so wie sie es gehört hat. Oh, Manfred zittert wieder. Hat Angst, in den Bus zu steigen. Großartig. Türen zu, weiter geht's. Eigentlich schon ein schönes Add-on, ne? Also muss man mal lassen. Schon einer, der Bus, der hat schon in sich. Aber du kommst echt nicht dazu. Also wirklich, ich bin bei so einer Fahrweise, da steige ich, glaube ich, besser aus. Ohne zu blicken, sieht ja rum, was ist da los, ey? Dafür konnte ich jetzt nur wirklich nichts. Ich hab's gesehen, dass er abbiegen wollte, aber keine Chance mehr zu bremsen. Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also... Mal ganz ehrlich, da konnte ich jetzt so wirklich nichts machen, ja, also. Ja, jetzt verlieren wir natürlich alle Fahrgäste, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Aber, sorry Leute, aber da konnte ich jetzt wirklich nichts machen. Aber ihr seht, ich spiele mit Kollision. Das ist immer wieder ein guter Beweis, ja, zu zeigen, ich spiele mit Kollision. Ich spiele nicht ohne. Hier wieder super leck hier. Oh. Sorry wegen der Performance, aber ey, ist das dein Ernst? Der fährt mir einfach rein? Sorry, aber Leute, was soll ich da machen? Was soll ich da machen?
gibt es gar keine Ansagen. Ich glaube, das ist für den Bus hier auch gar nicht ausgelegt gewesen. Linie 153. Gar nichts. Infanteriestraße Süd. Ich habe falschen. Kann es sein, dass ich einen falschen Code drin habe? Nee. Ist der Josefplatz? Hier ist der Augusta. Irgendwie haut hier gerade was nicht hin hier. Ja, ja. War der erste Unfall. Das war der erste Unfall. Ja, hier haben wir scheinbar irgendeinen Fehler drin, oder? Josefsplatz, Augustenstraße, Luisenstraße, Arzisstraße. Ja, wir müssen selber schalten. Ich dachte, das ist schon so schlau, das schaltet automatisch. Gut, wenn man das weiß, dann ist das ja okay. So. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Bin mal gespannt, wer hier noch so nachzieht, so mit den Corona-Updates jetzt. Wollte gerade sagen, fährst du jetzt wieder rum Boxing, wirklich. Das erinnert mich leider von der Performance sehr, sehr stark an Bremen. Muss ich gestehen. Bei Bremen war anfangs die Performance auch übelst unterirdisch. Das ist leider hier immer noch so der Fall. Kann man nur hoffen, dass sie das irgendwann mal hinbekommen. Ich weiß jetzt nicht, das kann natürlich jetzt auch wieder Setting bestimmt sein, ne, dass das Ganze halt wieder dementsprechend so läuft, wie es halt läuft. Ne. Aber so im Allgemeinen bin ich eigentlich mit dem Setting, was ich habe, recht zufrieden, weil man erreicht zwar mal die 60 FPS, ja, man kommt halt, aber man ist halt so in der Regel bei 40, 50. Hat zwar halt diese Ladehänger drin, ja, das ist natürlich, die kriegt man nicht weg. Aber hier ist es, merkt man schon. Das war anfangs bei Bremen genauso, bei Bremen ist es mittlerweile weg.
Oh, hätte ich hier? Nee, hier, hier hätte ich nicht halten müssen. Alles richtig gemacht. Tut mir so leid, Leute, aber ey, es ist ja... Von der Tannstraße. Jetzt bremst du nicht! Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Ja, wie ihr seht schon, ne, wir sind da auch schon wieder gleich am Ziel angekommen. Also die 153, relativ kurze Linie. Ja, es gibt ja noch die 154, aber da steht, ich glaube, die ist noch nicht fertig. Und ja, klar, die Linie 100, die wir hier fahren können. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von der Museumlinie oder Museenlinie, keine Ahnung. Die Rundfahrlinie, Stadtlinie, die Sightseeinglinie. Ja, also ist jetzt nicht so meine. Aber an sich muss ich wirklich sagen, ist ein hübsches Add-on. Sehr hübsches Addon sogar. Leider zeigen wir halt diese Addons dann halt immer. Entweder hast du einen Bauernrechner, so, weißt du, so ein Rechner, der einfach so absolut grottig schlecht ist, ja. Oder die Karte ist halt wirklich nicht performant gebaut, ja. Da kannst du jetzt wieder die Schuld einem wieder in die Schuhe schieben. Ja, im Endeffekt läuft es dann sowieso wieder raus. So, ja, hol dir mal deinen Rechner. Aber es ist halt, es ist sehr aufwendig, dieses Erinnern. Wenn man die ganz kleinen Sachen hier so beobachtet, sieht hier und sowas, ne, dann ist das schon auf jeden Fall viel, viel mit Detail drin. Die wollen nicht einsteigen, alles klar, dann nicht. Und die Beinunfälle, ja, das tut mir jetzt echt leid. Ja, aber da konnte ich jetzt gerade echt nichts machen. Und somit haben wir also auch die Corona-Mods jetzt mittlerweile auf der Karte München mit dabei. Ja, wer es gerne, wie gesagt, selbst testen möchte, wartet vielleicht noch den ein, zwei Tage oder sowas, bis das Ganze denn auf Steam erhältlich ist. Oder, ja, wenn ihr nicht warten könnt, dann, wie gesagt, bleibt euch der Weg auf die Facebook-Seite nicht erspart. Da geht ihr dann hin und ladet euch das Ganze dementsprechend dort runter. Ja, das ist ein kleiner Link, der führt direkt zu Filehorse. Und dort könnt ihr, wie gesagt, das Ganze dann runterladen dementsprechend. Odeonsplatz, Umstieg zu U3, U4, U5 und U6. Change here for U3, U4, U5 and U6. Sagt leider nicht Endhaltestelle oder sowas, okay. So. Das ist schon cool hier, ja? Diese Anhänger. Finde ich schon putzig hier, ja? Also, muss man mal lassen. Auch wenn es hier scheinbar ein bisschen nicht für diese Linie gedacht ist, ist es trotzdem eine coole Idee. Mit so einem Hängerchen hinten da lang zu fahren. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall das Corona-Update für die Karte München. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, welche Karte jetzt eventuell noch nachzieht. Ja? Ich meine, auch auf Malle, ja, ist Corona und ist ja nun mal weltweit das Ganze, ne? Selbstverständlich. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich nehme die Sache wirklich ernst mit Corona und auch hier appelliere ich wieder an jedem. Ja? Befolgt das, was überall im Fernsehen gesagt wird. Ja, lasst einen Mindestabstand von 2 Meter. Tümmelt euch nicht auf irgendwelchen Plätzen rum oder sowas. Bleibt zu Hause, bleibt bei der Familie. Ja, bleibt gesund auf jeden Fall.
Ja, wenn es euch trifft, dann versucht das Ganze halt dementsprechend so einzuschränken, ja, dass ihr vielleicht dann nicht mehr denn rausgeht oder sowas und eventuell andere Leute mit infiziert und, ne, da wirklich Hände waschen, desinfizieren, ja, wie gesagt, meidet große Gruppen, ja, vielleicht auch mal wirklich die Kumpels jetzt mal sein lassen, die Freundinnen sein lassen oder sowas, und wie gesagt, Hände desinfizieren ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin jetzt selber Familienvater. Ich weiß jetzt, ich mache mir um mich keine Sorgen. Ich würde das Virus wahrscheinlich einfach so wegstecken. Mir geht es halt einfach nur um meine Tochter, weil meine Tochter hat nun mal einen Lungenschaden. Und gerade diese Patienten sind halt die es dann halt immer meistens dann driften. Oder gerade diese Krankheit ist jetzt für solche Sachen jetzt extrem ungeeignet. Ja? Also von daher, bleibt zu Hause. Schottet euch erstmal ein, genießt die Zeit jetzt zu Hause. Vielleicht könnt ihr jetzt eigentlich mal das machen, was ihr schon lange nicht mehr machen konntet oder sowas. Ne? Wie gesagt, nutzt da die Zeit. Aber das muss jeder halt selbst wissen. Ich selbst weiß auf jeden Fall, dass Sicherheit geht vor. Und von daher versuche ich das Haus nicht zu verlassen groß. Ja? Außer ich habe mal Hunger. Aber dadurch, dass die Lebensmittelläden hier in Berlin doch ein bisschen sehr knapp sind mittlerweile. Und ich, wie gesagt, Angst habe, dass ich verhungern muss. Ja, lohnt sich auch nicht mal rauszugehen. So, ne? Verstehst du, was ich meine? Und ja, das war es auf jeden Fall hier von meiner Seite hier heute mit dem München Corona-Update. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Trotzdem, ja, obwohl es halt eine schwierige Sache ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, jeder weiß, was zu tun ist und wie die Lage gerade ist. Da muss ich hier keinen Appellmeister hier spielen. Und mir war halt wichtig, dass ich euch dieses Update hier zeige, dass das Ganze jetzt auch für München erhältlich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche dann wieder, wenn es weitergeht mit Omsi. Und da geht es auch weiter. Gleich am Montag kommt nämlich das nächste Corona-Video, was ich bereits schon aufgenommen hatte. Das sollte eigentlich am Montag kommen. Ja, genau. Das sollte am Montag kommen und kommt auch am Montag. Oder doch, kommt am Montag. Kommt am Montag und ja. Könnt ihr vielleicht dann wieder vorbeischauen. Wir fahren mal auf eine Karte, die ich in einem ganzen Zeitraum, seitdem ich Omsi spiele, noch nicht einmal gefahren bin tatsächlich. Also wie gesagt, unbedingt reinschauen, lohnt sich. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.